Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Freunde, heute gibt es mal wieder ein sehr spannendes Thema in Fortnite und zwar ist Stretched einigermaßen wieder zurück im Spiel. Ja Leute, wie ihr sehen könnt, ist mein Game im Stretched-Modus, beziehungsweise es ist Stretched. Und ich möchte heute ein kleines bisschen mit euch darüber sprechen, denn es gibt ein paar Pros, die mittlerweile wieder Stretched spielen. Ich will ein bisschen mit euch über die Vor- und Nachteile sprechen und natürlich auch gerne eure Meinung dazu wissen. Ich würde mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Vielleicht knacken wir die 2222 Likes. Das wäre nice. Und falls ihr mich unterstützen wollt, Supporter Creator Code Fix im Fortnite Item Shop natürlich nicht vergessen. So, und ich würde sagen, in der Zeit, wo ich jetzt hier lande, blende ich euch mal ganz schnell ein, wie ich es geschafft habe, Stretched einzustellen, beziehungsweise wie man in Fortnite Stretched einstellt, falls ihr nach diesem Video auch Stretched ausprobieren wollt. Auf jeden Fall ist es gar nicht so schwer und ja, let's go. Und zwar sucht ihr auf eurem PC den Ordner Prozent, Local App Data Prozent und geht dann dort auf den Fortnite Games Ordner, in den Ordner Saves, Config, Windows Client. Dort gibt es die Datei Game User Settings. Da geht ihr erstmal auf Eigenschaften und schaut, ob sie schreibgeschützt ist. Wenn sie schreibgeschützt ist, müsst ihr das erstmal rausmachen und auf OK klicken und dann geht ihr in die Datei rein, geht auf Bearbeiten, auf Ersetzen und ersetzt dann sozusagen mit diesem Ersetzen-Tool 1920, muss gesucht werden, ersetzt ihr durch 1750, da habe ich mich gerade leider vertippt, also 1750 ersetzen. Das klickt ihr dann so oft, bis ihr es nicht mehr klicken könnt, bis dieses Ding kommt, dann könnt ihr auf OK klicken und dann wurde alles ersetzt sozusagen. Dann geht ihr nochmal auf Rechtsklick, auf Eigenschaften und macht die Datei wieder schreibgeschützt, schließt das und geht in eure NVIDIA Systemeinstellungen. Dort müsst ihr jetzt auch noch euer Monitor die richtige Größe geben sozusagen, geht dann auf Anpassen hier, wie ihr sehen könnt, und gibt dann auf der linken Seite ein, also nicht rechts, sondern auf der linken Seite 1750, also genau dieselbe Größe wie in der Datei. Ja, klickt ihr auf Testen, drückt auf OK und dann könnt ihr sie hier auswählen. Falls ihr jetzt schwarze Ränder an der Seite habt, müsst ihr noch diese Einstellung machen und zwar hier auf Vollbild gehen. Das findet ihr links an der Seite unter Desktop, Größe und Position ändern. Und dann seid ihr ready für Stretched. Und ja, genauso habe ich Stretched gerade eingestellt und so spiele ich hier auch gerade Fortnite. Und ich bin gerade ein bisschen außerhalb gelandet, um schon mal mit euch darüber zu sprechen, was so die Vorteile und was so die Nachteile vom Stretched sind. Aber die sind jetzt nicht so krass, dass man sagt, yo, Stretched ist einfach OP oder Stretched ist das Beste und jeder sollte Stretched spielen. Es ist mehr so eine Gefühlssache, würde ich sagen. Früher war es ja so, dass Stretched einem wirklich einen Ingame-Vorteil gebracht hat, weil man dann mehr sehen konnte. Man konnte seitlich mehr sehen. Das hat ja Fortnite rausgemacht und deswegen haben auch alle aufgehört, Stretched zu spielen. Das, weil Fortnite es irgendwie verboten hat oder so, sondern weil der Vorteil von Fortnite selbst rausgenommen worden ist. Früher hat man auch eine bisschen andere Stretched-Version gespielt. Jetzt spielt man ja 750 auf 1080. Früher hat man, glaube ich, 1600 irgendwas gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was früher die besten Stretched-Varianten waren. Auf jeden Fall gab es etliche verschiedene und jeder hat ein bisschen anders Stretched gespielt. Ja, wie gesagt, Fortnite hat ja den Vorteil rausgenommen. Ich kann euch hier mal ganz kurz einen Clip einblenden. Und zwar habe ich einmal auf eine Wand geschaut. Also mit Full HD 920p mal 1080. Habe ich auf die Wand geschaut und einmal habe ich auf die Wand geschaut mit den jetzigen Settings, also mit 1750 mal 1080. Und ihr seht, an den Seiten sind die Wände ein bisschen abgeschnitten. Nach oben hin ist das Bild gleich, aber an den Seiten ist es bei der Stretched-Version abgeschnitten. Das heißt, man hat weniger Sicht zur Seite. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, hä, Fix, what the fuck, warum spielen das dann Leute? Bugger unter anderem hat es ja auch ausprobiert und sich angeschaut. Und ist natürlich berechtigt die Frage, ne? Warum spielen jetzt Leute Stretched und wieso versuche ich Stretched überhaupt? Und ich muss sagen, einer der krassesten Vorteile mit Stretched ist eigentlich nur im Kopf. Und zwar sieht man das Bild ja alles ein kleines bisschen breiter, alles bewegt sich ein bisschen schneller und dadurch haben die Leute das Gefühl, dass sie einfach ein bisschen schneller sich bewegen und schneller laufen und schnellere Edits machen, was eigentlich wenig Sinn macht, weil man läuft ja genauso schnell wie jeder andere Spieler, ob es jetzt Stretched ist oder nicht Stretched ist. Und ein anderer Vorteil ist auch hier diese Wände, ne? Wenn ich hier vor der Wand stehe, es ist einfach ein größerer Bereich und könnte man jetzt als Vorteil oder Nachteil sehen, aber es ist auf jeden Fall größer, beziehungsweise es wird nur größer angezeigt hier auf deinem Bildschirm und dadurch sind vielleicht ein paar Edits cleaner oder
was auch immer. Es ist hauptsächlich ein Placebo-Effekt, warum Leute meinen, dass Stretch besser ist. Und die Leute haben natürlich auch das Gefühl, dass sie besser die Gegner treffen. Also, dass sie leichter den Gegnern Schaden machen. Ich muss mich kurz konzentrieren. Perfekt. Ja, die Leute haben auf jeden Fall das Gefühl, dass sie den Gegnern leichter Schaden machen, weil die Gegner größer angezeigt werden. Wir wissen alle, dass sie nicht wirklich größer sind, weil die Pixelgröße ist immer noch dieselbe von den Gegnern und so weiter und so fort. Aber ja, die Leute haben auf jeden Fall das Gefühl, dass sie die Gegner besser hitten mit Stretched, anstatt ohne Stretched. Aber es gibt noch den Hardware-Vorteil, vor allem für Leute, die jetzt vielleicht einen schlechteren PC haben. Dadurch ist die Grafik natürlich ein bisschen geringer. Es ist nicht mehr krasses Full HD, sondern es ist ein kleineres HD und dadurch braucht der PC weniger Leistung und das Spiel läuft vielleicht ein kleines bisschen flüssiger. Könnte natürlich gut möglich sein, dass Stretched euch dabei helfen könnte, einfach ein flüssigeres Gameplay zu haben. Und ich muss sagen, ich merke auf jeden Fall, dass mir ein bisschen Sicht links und rechts fehlt. Ich habe das Gefühl, ich muss mich viel mehr umgucken, aber es ist jetzt nicht so, dass es störend ist. Und von den Vorteilen habe ich jetzt eigentlich auch noch nichts gemerkt. Ich habe ja einen ziemlich kranken PC, Leute, wie ihr wisst. Deswegen die FPS und sowas, das ist ja, spielt ja für mich nicht wirklich krass eine Rolle. Deswegen kann ich da auch keinen Unterschied merken. Und in Close-Range-Fights, vielleicht merke ich da gleich einen Unterschied. Das könnte natürlich sein. Der hat mich gut gelasert mit der Chiska. Oh, nice one. Und wir haben den Grappler, Leute. Perfekt. Aber ja, ich habe jetzt noch nicht wirklich was gespürt an den Vorteilen. Wie gesagt, es ist ja auch hauptsächlich nur eine Geschmackssache, ne? Wenn ihr damals extrem gerne Stretch gespielt habt und euch jetzt denkt, ah, verdammt, früher auf Stretch war ich besser, da habe ich mehr Hits gelandet und so weiter und so fort, dann würde ich es euch auf jeden Fall mal empfehlen, auszuprobieren. Es ist ja nichts Verbotenes, man hat ja keinen wirklichen Vorteil dadurch. Oder man könnte dadurch gebannt werden oder sowas. So ist es natürlich nicht. Oder falls ihr einen schlechten PC habt und dann euch denkt, ah, ich komme nicht immer auf meine FPS und so weiter und so fort, könnte ich euch auch eventuell empfehlen, mal die Einstellungen auszuprobieren, um einfach mal zu schauen, ob es was bringt oder ob es nichts bringt. Und ihr könnt auf jeden Fall auch gerne mal Stretch selbst ausprobieren und mir eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Das fände ich auch ziemlich nice, weil wir sind so viele hier in der Community. Nochmal riesengroßes Dankeschön auch, dass hier so viele Leute immer meine Videos gucken. Küsse gehen auf jeden Fall raus auf eure Augen, Leute. Sage ich eigentlich viel zu selten ein Dankeschön an euch, aber jo, vielen, vielen Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen. Aber ja, wie gesagt, testet es auch gerne mal selbst aus und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das so findet. Das würde mich echt interessieren. Und vielleicht kann sich ja dann der ein oder andere in den Kommentaren mal umgucken und schauen, ob er da vielleicht gute Tipps und Tricks findet. Oh, und er ist gestorben, lol. Aber nicht durch mich, oder? Ach, verdammt. Okay, Leute. Oh, nice one, er ist tot. Aber ich sterbe auch. Nein, 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 komm schnell. Oh, shit, 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 shit. Leute, ah, schade, Mann. Kann ja nicht wahr sein, ey. Yo, nachdem ich gerade auf Schnauze bekommen habe, würde ich sagen, mache ich einfach noch eine Runde und ein paar Kills, um euch dann anschließend sagen zu können, ob ich euch Stretched empfehlen kann oder nicht. Let's go. Oh, da landen doch schon wieder... Oh mein Gott! Ich habe einfach seine Ehre genommen, Leute. Yes! Let's go, let's go. Let's go. Let's go, was wollt ihr alle? Geht zurück, wo ihr hergekommen seid. Keiner will euch hier in meiner Lobby sehen. Let's go, Alter, was will er jetzt schon wieder? Wo kommt er denn her? Weiß nicht, ob ich durchs Tor durchschießen kann. Oh ja, es geht, es geht. Oh mein... Was ist er denn? Hört, das war doch safe Bot. Ja, moin, ne? Mit Stretched erstmal ein paar Bots finden. Hä, der ist auch ein Losty. Hä, warum komme ich,
bekomme ich so Losties? Lol, warum bekomme ich so Losties in meine Lobby? Perfekt. Er ist ein richtiger Spieler da hinten. Let's go. Alter, ich habe mich schon so krass an Stretched gewöhnt. Es schaut für mich ganz normal aus. Ich muss sagen, aber irgendwie, ich finde es nice bis jetzt. Let's go. Ist wieder so ein Sprayer, weißt du? Kann nichts anderes außer mit der Minigun sprayen und mit der Tommy Gun sprayen, wie es ausschaut. Oh, schöner 100er. Ach komm, ich launch einfach. Scheiß drauf. Wo fliegst du hin, mein Freundchen? Ah, hier hin, aufs Dach. Perfekt. Oh, ho, ho. Let's go. Uff, Digga. Okay, der ist sehr lost. Der auch. Let's go. Yo, ich habe so eine nice Lobby hier gefunden. Das ist schon sehr crazy. Gefällt mir gut. Gefällt mir richtig gut. Okay, Leute, zwei Gegner nur noch am Leben. Ich muss sagen, Stretch finde ich jetzt nicht schlecht. Auch, dass man ein bisschen eingeschränkt ist von der Sicht links und rechts, merke ich jetzt nicht wirklich. Und ich muss sagen, so die Edits, keine Ahnung, ob die cleaner sind oder nicht. Ich bin halt auch nicht so ein Tryhard, müsst ihr wissen, ne? Ich bin halt auch nicht so der krasseste Tryhard, aber es ist auf jeden Fall cool zu spielen. Es ist so ein bisschen OG-mäßig, ne? Es fühlt sich so ein bisschen oldschool an, wie damals, als wir alle Stretch gespielt haben. Ist schon irgendwie nice. Und fühlt sich schon irgendwie nice an. Ich sag bloß, er trinkt jetzt den Biggie hinter dem Baum da. Okay, er hat mich auf jeden Fall gesehen, aber willst du nicht hierher kommen? Perfekt. Und der andere schießt mich runter. Aber von wo? Uff. Keine Ahnung, von wo der mich runtergeschossen hat. Brrr, von hier! Let's go! Ja, Leute, wie gesagt, probiert's gerne selber aus. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Es ist wirklich so ein bisschen OG-mäßig. Es fühlt sich so ein bisschen oldschool an. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn das so war, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Supportet mich gerne mit dem Supporter-Creator-Code FIX. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. I don't really like nothing. Nah. Drip black fish.